Einige Meter unter der Wasseroberfläche des Atlantiks bewegt sich ein kleines Tier mit kugelförmigem Körper langsam vorwärts. Es handelt sich um einen Seeigel. Seeigel gehören zum Stamm der Stachelhäuter. Mit Hilfe der Stacheln, die an einem Kalkskelett befestigt sind, und zahlreicher kleiner Füßchen mit Saugnäpfen am Ende, können sie sich aktiv fortbewegen. Zwischen den Stacheln kann man pinzettenartige Organe erkennen, sogenannte Pedicillarien. Sie werden zum Ergreifen von Objekten, zum Putzen und zur Beseitigung von Parasiten verwendet. Einige Pedicillarien sind mit Giftdrüsen ausgestattet und werden zur Verteidigung eingesetzt. Seeigel sind Allesfresser. Sie ernähren sich hauptsächlich von Algen, fressen aber auch Aas, kleine Schnecken, Muscheln und Würmer. Im Frühling beginnt die Fortpflanzungszeit der Seeigel. Die Weibchen geben Tausende von Eizellen über Genitalporen auf der Oberseite ihres Körpers ins Meerwasser ab. Die Eizellen werden durch die Strömung fortgetragen. Die männlichen Seeigel scheiden eine weißliche Flüssigkeit aus, die unzählige Spermien enthält. Diese können sich im Wasser aktiv fortbewegen. Ihre Bewegung ist zunächst ungerichtet. Gelangen sie jedoch in die Nähe von Eizellen, so werden sie durch Lockstoffe von diesen angezogen. Die Befruchtung, also die Vereinigung eines Spermiums mit einer Eizelle, dauert nur wenige Sekunden. Danach verändert sich sofort die Plasmamembran der Eizelle. Kleine Körnchen, sogenannte Kortikalgranula, bilden eine äußere Schutzschicht. Man spricht von der Befruchtungsmembran. So wird verhindert, dass weitere Spermien in die Eizelle eindringen. Dies würde zu unregelmäßigen Zellteilungen und zum Absterben des Embryos führen. Unter dem Mikroskop kann man die Befruchtungsmembran, die die Eizelle umgibt, deutlich erkennen.